In diesem Video erklären wir euch zwei Unternehmensformen. Das ist Tom. Tom hat durch ein Erbe 30.000 Euro und mehrere Autos erhalten. Mit diesem Geld möchte er ein Unternehmen gründen. Doch welche Unternehmensform passt am besten zu seinem Autoverleih? Tom möchte sich über die Unternehmensform Einzelunternehmen und GmbH schlau machen. Hier ein paar Stichpunkte zum Einzelunternehmen. Die Gründung eines Einzelunternehmens ist sehr unkompliziert. Es ist kein Stammkapital notwendig. Die Gründungskosten beginnen bei ca. 30 Euro. Tom haftet mit seinem Geschäfts- und Privatvermögen. Ein Eintrag ins Handelsregister ist nicht notwendig. Es gibt keine Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlusses. Die Rechtsfähigkeit liegt beim Inhaber Tom. Einzelunternehmen werden mit Vor- und Nachnamen des Inhabers sowie gegebenenfalls eine schmückende Ergänzung benannt. Zum Beispiel Tom Kreisel Autoverleih. Nun zur GmbH. Es ist ein Stammkapital von 25.000 Euro notwendig. Die Gründungskosten beginnen bei ca. 500 Euro. Bei der GmbH haftet man mit der Stammanlage bzw. dem Gesellschaftsvermögen. Ein Eintrag ins Handelsregister ist nicht notwendig. Der Jahresabschluss muss veröffentlicht werden. Die Gesellschaft ist voll rechtsfähig. Als Bezeichnung darf Tom sich einen Namen aussuchen mit dem Zusatz GmbH. Was braucht Tom jetzt? Mit einer Kleingründung kann Tom seine Marktfähigkeit am Markt testen. Bei einer GmbH müsste er zu viel Geld in ihr Stammkapital investieren. Wir empfehlen Tom das Einzelunternehmen zum Start seines Unternehmens. Make me